Gladbach verlieren die Münchner daheim mit 1:2. Bei den Münchnern hatte es im Vorfeld der Partie 9 Corona-Fälle gegeben. Jetzt der FFH-Staupilot mit Uta Schmitz. Dankeschön, lieber Felix. Und Achtung, Autofahrer, immer noch im Hochtaunuskreis, im Rheingau-Taunuskreis und im Landkreis Limburg-Weilburg. Durch den heftigen Schneefall heute Nacht sind an mehreren Stellen Bäume umgestürzt. Bitte fahren Sie insbesondere auf Landstraßen äußerst vorsichtig. Und ich sage mal so, wenn Sie nicht unbedingt müssen im Moment in diesen Gebieten, bleiben Sie noch ein bisschen zu Hause. Denn im ganzen FFH-Land haben wir gebietsweise Schneefall, der allerdings jetzt nachlässt, der sich so langsam Richtung Osten verdünnisiert. Aber die Straßen sind glatt, zum Teil geschlossene Schneedecke. Bitte Vorsicht. A3 Köln-Frankfurt zwischen Limburg-Süd und Itzstein. 16 Kilometer Stau wegen eines querstehenden LKW. In der Gegenrichtung staut es sich zwischen Niedernhausen und Bad Camberg auf 19 Kilometer mittlerweile. Auch hier stehen mehrere LKW quer. Bitte umfahren Sie das...